Heute bekommst du drei gute Tipps von mir, wie du nämlich es schaffst, mehr Wasser zu trinken. Wir wissen, dass der Körper hauptsächlich aus Wasser besteht und gerade auch beim Thema Abnehmen ist es wahnsinnig wichtig, genügend Flüssigkeit zuzuführen. Erster Tipp ist für dich, trinke erstmal nach dem Aufstehen 2 große Gläser Wasser. Nach der Nacht nämlich bist du ein bisschen dehydriert, weil du ja nachts nicht trinkst. Außerdem hilft es dir, deinen Stoffwechsel anzukurbeln und bei der Entgiftung des Körpers. Tipp Nummer 2, hab immer deine Wasserflasche dabei. Denn wenn du die Flasche siehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du daran erinnert wirst, hey, ich sollte mal wieder einen Schluck Wasser trinken. Dritter Punkt, für diejenigen, die sagen, Wasser ist ein bisschen langweilig, füge einfach ein bisschen Geschmack hinzu, indem du zum Beispiel eine Zitrone reinmachst, eine Limette oder eine frische Minze. Mein kleiner Geheimtipp für den Sommer, mach mal frische Erdbeeren mit Gurke rein. Hier gibt es noch einen kleinen Bonustipp für diejenigen, die bis jetzt dabei geblieben sind. Am besten trinkst du mindestens einmal am Tag frische Elektrolyte mit rein. Die sind nämlich dafür da, darauf zu achten, dass genügend Nährstoffe und Wasser in deine Zellen transportiert werden. Und übrigens gibt es sie auch lecker mit Geschmack. Und wenn du dazu noch eine Frage hast, nutz den Link zu ihrem Profil und lass noch schnell ein Like da, wenn dir das Video geholfen hat.